Warum bist du so lange in einem Dorf geblieben, wo man dich hasste? I'm sure my parents are still wondering the same thing. The Aethasian purges were like this madness had come over the town, like a disease. Seems like when you see something like that, your instinct is to wait for it to pass, even when you know it probably won't. Meine Eltern stellen sich bestimmt noch dieselbe Frage. Der Wahnsinn der Aethasianer-Säuberung legt sich wie eine Krankheit über das Dorf. Anscheinend sagt einem der Instinkt, dass man es aussitzen sollte, wenn man so etwas sieht. Selbst wenn man weiß, dass es wahrscheinlich nicht vorbeigehen wird. The family whose farm I worked on, they had a little hollowborn girl. And they heard the Animancers had this cure, salvation it was called. They went running. Gedanken verloren hält Edda einen Moment lang inne. Die Familie, auf deren Bauernhof ich arbeite, hatte ein kleines, wohlgeborenes Mädchen. Als sie hörten, dass die Beseeler diese Heilung kannten, die Erlösung, wie man es nannte, ging alles sehr schnell. This salvation, they were putting animal souls in children. You might have heard about it, giving them enough personality to care for themselves. You can guess how that turned out. Matter of time, the children broke down, became wild things, monsters. Bei der Besiedlung ging es darum, Tiere in den Kindern zu implantieren. Vielleicht hast du schon davon gehört, das Ziel war, den Kindern genügend Persönlichkeit zu geben, damit sie sich um sich selbst kümmern konnten. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie das ausgegangen ist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kinder mental zusammenbrachen und zu wilden Dingen wurden, Monstern. Ja, diese einen kleinen Untoten, die wir teilweise in den Schwarzhorn und so bekämpft haben. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das werden wohl solche Kinder gewesen sein. Anyway, these farmers put the family dog's soul in their little girl. For a while, the girl, she's making eye contact, she's feeding herself, albeit in a kind of messy way. And one day she snaps. They found her gnawing on her brother's bones. Had to chain her up, put her in a cow pen. Wie auch immer, diese Bauern ließen also die Seele ihres Hundes in ihr kleines Mädchen implantieren. Das ist schon mal komplett moralisch falsch, muss ich sagen. Eine Weile lang schaute einem das Mädchen in die Augen, aß selbst, wenngleich ziemlich unschön. Eines Tages aber schnappte sie dann über und man fand sie, wie sie in den Knochen ihres Bruders kaute. Sie mussten sie anketten und in einen Kuhstall sperren. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist die Rache dafür gewesen, für diese Unmoralischheit, aber das ist trotzdem ziemlich traurig. Well, the mother, she wouldn't have anything to do with the girl after that. But the father, he'd visit every day, feed her chickens, toss water on her once in a while to get the dirt off. Most of the village, they'd whisper about him. Poor man, they'd say, sick with grief. Das klingt wirklich traurig. Die Mutter wollte mit dem Mädchen danach nichts mehr zu tun haben. Der Vater aber besuchte sie jeden Tag und gab ihr Küken zum Essen. Ab und zu schüttete er einen Kübel Wasser über sie, um den Schmutz abzuwaschen. Fast das ganze Dorf flüsterte hinter seinem Rücken über ihn. Armer Mann, sagten sie, krank vor Trauer. Er war nur warten, um seine Tochter zu sehen und ihren Papa zu erkennen. Er war warten, um sie besser zu werden. Ich verstehe das nicht, natürlich, aber in diesen Tagen denke ich viel über ihn. Er schüttelt den Kopf und kneift nachdenklich die Augen zusammen. Er wartete nur darauf, dass seine Tochter eines Tages hochschauen und ihren Papa erkennen würde. Er wartete darauf, dass es ihr besser ginge. Damals verstand ich das natürlich nicht. Heutzutage denke ich oft an ihn. Das nimmt mich jetzt wirklich mit, muss ich sagen. Das ist echt traurig. Ich hoffe ja mal, dass wir als Wächter, also Hagrim als Wächter, vielleicht doch mal eine Lösung für dieses Vermächtnis finden können. Hast du Familienangehörige? Jetzt nur noch meine Eltern. Bei Beginn der Säuberung nahmen sie ein Schiff zurück nach Edir. Sie wollten, dass ich sie begleite, aber ich sah die Dinge nicht so wie sie. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich wollte sie wirklich besuchen, aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich nicht danach, mein Zuhause zu verlassen. Gut, dass sie mich hinausgejagt haben, sonst wäre ich vielleicht nie gegangen. Erzählst du mir über deinen Bruder? Woden was about everything you'd want your firstborn son to be. Dutiful, honest. Put thought into everything he did. Real pain in my ass. Made me look bad about every way he could. It wasn't something he tried to do, but
Worden war alles, was man einen Erstgeborenen so, alles, was man von einem erstgeborenen Sohn verlangen konnte. Pflichtbewusst, ehrlich, tat nichts unüberlegt. Er lacht. Er machte mir wirklich das Leben schwer und ließ mich dumm aussehen, wo er nur konnte. Das hat er zwar nicht absichtlich, aber das macht es natürlich nur noch schlimmer. Not that he didn't get into trouble himself. He was just better about feeling guilty after. But we used to have this farmer near us, Harroward. Couldn't stop talking about how well he cared for his chickens. How their feathers were the whitest in town. Convinced the butcher to pay him double what the other farmers got. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht auch in Schwierigkeiten brachte. Er konnte hinterher bloß besser mit seinen Schuldgefühlen umgehen. Sehr toll. Bei uns in der Nähe gab es diesen Bauern namens Harroward. Er konnte einfach nicht aufhören, über zu erzählen, wie gut er sich um seine Hühner kümmerte, dass ihre Federn die weißesten im ganzen Dorf seien. Er überzeugte den Metzgern, ihm das Doppelte von dem zu bezahlen, was er den anderen Bauern gab. Me and Woden got tired of hearing it. I was maybe 11, 12 at the time. We borrowed about 6 different dyes from the dyer one night. Dyed Harroward's chickens every color but white. Und ich war es leid, es dauernd zu hören. Ich war damals vielleicht 11 oder 12. Also noch sehr jung. Beziehungsweise kurz vor Erwachsen in den Verhältnissen des Mittelalters. Edda grinst breit, als er sich an etwas erinnert. Einmal haben wir 6 verschiedene Farben vom Färber ausgeliehen. Auf die ihre Weise wahrscheinlich. Wir haben Harroward's Hühner in allen möglichen Farben gefärbt. Toll. Next morning the butcher comes knocking and asking for 6 of his whitest chickens. We were feeling great. Up until Harroward saw what we'd done. He just got on his knees and cried right there. All those colorful chickens around him not knowing what to make of it. Am nächsten Morgen dann klopfte der Metzger und verlangte 6 seiner weißesten Hühner. Edda kichert und strahlt vor schelmischem Stolz. Wir fühlten uns großartig, bis Harroward sah, was wir getan hatten. Er fiel einfach an Ort und Stelle auf die Knie und weinte. Und all seine farbenfrohen Hühner um ihn herum wussten gar nicht, wie ihnen geschah. I thought it served him right, but I could tell Woden had other thoughts. Sure enough, the next day, every one of those chickens had been scrubbed down. They weren't white, mind you, but Woden sure tried. Never said a word to me about it, but I knew. That was Woden. Ich dachte, es geschehe ihm recht, aber ich sah, dass Woden andere Gedanken hatte. Bis zum nächsten Tag hatte tatsächlich jemand sämtliche Hühner abgeschrubbt. Gut, richtig weiß waren sie auch nicht, aber Woden hatte es jedenfalls versucht. Er sagte niemals auch nur ein Wort darüber zu mir, aber ich wusste es. So war Woden eben. Weiße Farbe, Leute. Meine Eltern, sie haben uns immer sein, wie wir waren. Sie haben mir nie gesagt, mehr wie ihn oder irgendetwas wie das. Was war gut, weil ich es nie wollte. Meine Eltern ließen uns immer so sein, wie wir waren. Niemals sagten sie, ich sollte so sein wie er oder so etwas. Er grinst. Und das war auch gut so, denn ich hätte es niemals geschafft. Gut, das war Edda. What's on your mind? Lass uns weiterziehen. Dann ist jetzt Durins dran. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Du musst mich verlassen. Was passiert, wenn wir das sagen? Das ist nämlich der einzige, den wir rausschmeißen können. What? Du musst mich verhassen. Behalte diese Schätze, ich habe keine Wendung für sie. Ich würde sie nur wegwerfen, so wie ich mit der Erinnerung an dich umgehen werde. Er schnaubt verächtlich. Auf dass deine Einfältigkeit deine eigene Bürde bleibt. Und jetzt ist Duvens weg und das, die Quest ist wahrscheinlich auch im Eimer. Nein. Spielstand laden. Nicht gut. Wir brauchen Durins. Das ist mein einziger Priester. Auch wenn wir nicht so oft heilen, seine Fähigkeiten, andere Zauber sind sehr nützlich. Gerade das Umschmeißen und so. Jetzt dauert das wieder ewig zum Laden, oder? Ja, sorry, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ah ja, gut. Durins. What? Ich hätte ein paar Fragen, die ich dich fragen wollte. If doubts and curiosity plague you,
You're skinning your knuckles on the wrong door. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Warum war es uns vorbestimmt, uns zu treffen? Das Warum dabei liegt darin begründet, dass du ein Wächter bist. Er schnaubt fälschlich. Was das Warum angeht, fahren Wächter doch immer zweigleisig. Für mich dagegen geht es mehr um das Warum. Okay. Früher gab es eine Zeit, zu der ich nicht einen Gedanken auf deine Worte verschwendet oder mich überhaupt mit dir abgegeben hätte, sagte er hässlich entstellte. Jetzt aber ist das anders, da ich auf der Suche nach Wächtern bin, um ihnen die Wahrheit zuzuführen, jetzt da ich sehen will, in welche der beiden Richtungen sie gehen. Er lächelt leicht, was etwas spöttisch wirkt. Wahrheit, welche Wahrheit von Wahrheit? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefeuer brauchen könnte. Einen Moment lang runzelt er mit den matten Augen die Stirn. Oder aber du bist in der Finsternis verloren. Wie auch immer, du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an, dann aber wird sein Ton ein Stück weit anklagender. Das weiß ich, weil ich bemerkte, wie du den Stab gleich zu Beginn angesehen hast. Naja, das ist darauf bezogen, dass wir die Dinge anders sehen. Nicht viele können sie sehen, also weder Einkerbungen noch Flammen. Deine Augen aber, er starrt dich wahr begierig an und nickt, deine Augen aber haben den Weg verfolgt, das konnte ich sehen. Also was bist du, ein trockenes Feld oder ein Verlorener in der Dunkelheit? Dorans Gesicht spannt sich an. An dem Tag, an dem wir keine Fragen mehr austauschen, ist der Tag, an dem wir nicht mehr eines gemeinsamen Weges gehen müssen. Und die Prüfungen, Dorans umklammert seinen Stab mit seiner Hand, die Prüfung ist abgeschlossen. Also weißt du es auch nicht? Man sieht doch, dass diese Nation krank ist. Man muss kein Wächter sein, um es in den Kindern zu sehen, in der Politik, in den Männern, die mit Messern in den Händen und Mord in den Augen auf den Straßen lauern. Dieses Land braucht neues Leben, neue Saat, die in den verbrannten Boden gepflanzt wird. Er senkt gekünstelt seine Stimme und kneift die Augen zusammen. Und irgendwas sagt mir, Wächter, dass du den Weg kennst, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Art kennt ihn immer. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass du jetzt die Wahrheit sehen kannst. Diese Nation und ihre Bevölkerung braucht keine weiteren blendenden Lügen und ich auch nicht. Wahrheiten werden geprüft, nicht blind hingenommen. Und wie gedenkst du mich zu prüfen? Mit dem Wandeln auf gemeinsamen Weg natürlich, eine Wahrheit als Gegenstück zu einer anderen. Marschieren im Gleichschritt, laufen im Einklang. Die anderen Priester können ihre Lehren und ihr Geschimpfe für sich behalten. Für meinen Glauben, meine Lehre ist das gemeinsame Reisen eine einfache, harte Wahrheit. Das stimmt allerdings, er kann mich sozusagen beobachten und meine Entscheidungen beurteilen. Sein Lächeln wird breiter und dann klopft er mit den Händen gegen die Taille. Erst einmal, dann nochmal. Und wenn man die Wahrheit eines Beins gegen die des anderen schlägt, dann stehen beide Beine fest auf dem Boden. Tolle Logik. Wenn man jetzt dagegen mit derselben Kraft eine Lüge gegen das Knie schmettert, sein Lächeln stirbt und er kneift die Augen zusammen, dann bist du ein Krüppel, der nur noch auf einem Bein stehen kann. Autsch. Ist das der Grund, warum du den Stab mit dir führst? Du wirst sehen, dass es meiner Wahrheit an nichts fehlt. Nehmen wir das erste. Ist das der Grund, warum Dorans will gerade eine weitere Tirade vom Stapel lassen, als er blinzelnd seinen Kopf in den Nacken wirft und herzhaft zu lachen beginnt? Und zwar so sehr, bis ihm die Luft ausgeht, bis das Lachen erzwungen wird. Vielleicht sind es die Worte doch wert, dass man ihnen zuhört, Wächter. Er legt die Stirn in Falten und legt ihre Ruhe ins Vergangen. Letztendlich aber wird die Wahrheit siegen. Halte Schritt und wir werden sehen. The cost of troubling me seems to worry you little. Der Preis dafür, mich zu belästigen, scheint ich kaum zu sorgen. Nein. Was ist, wenn wir das nochmal fragen? Ja, kennen wir was für Richtungen? Das kennen wir auch. Dann unterziehst du mich einer Prüfung? Man sieht doch, dass diese... Ja, das kennen wir auch schon. Wie willst du mich prüfen? Du wirst sehen, dass es meiner Wahrheit an nichts fehlt. Der Weg ist noch jung, so wie deine Worte. Letztendlich aber wird die Wahrheit siegen. Halte Schritt und wir werden sehen.
Ich möchte dich noch was fragen. Erzähl mir von Magran. Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Torrens grunzt. Okay, das ist sehr viel Text. Was kannst du mir über die Hohlgeburten sagen? That's a curse that runs deeper. It's a godhammer of a different sort. And like the godhammer, it was made by men's hands. Das ist ein Fluch, der tiefer geht. Durins Stimme wird verbittert. Es ist ein Götterhammer einer anderen Art. Und wie der Götterhammer ist auch das ein Werk der Sterblichen. Also der Götterhammer war die große Bombe, die Weitwen erledigt hat. Alle Dinge haben ihren Preis. Unkontrolliert, Unglaube, Tugenden. Es hinterlässt Spuren auf der Seele. Bis Seelen nicht mehr die Kraft haben, in reine Körper zu fahren. Wir Seeler, Mädchen, alle, die ihre Spielchen mit dem Seelenstoff spielen, muss man für das karge Feld beschuldigen, das sie zurücklassen.